Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Wir sind ein bisschen hier in der Bretagne. hier ist ein kleiner Ritter, der will uns, glaube ich, gerne mal ein bisschen vernaschen. Und ich will nicht vernascht werden, ehrlich gesagt. Ich denke mal, den schnappen wir uns, wenn wir mal ganz langsam hingehen und wir ihn von hinten einfach mal so... Einfach mal so, dachte ich. Einfach mal irgendwie ein bisschen platt machen. Oh Gott. Weg. Nur noch ein bisschen, er hat nur noch ein bisschen. Ah. So, Gott sei Dank. So, der ist platt. Das war ja einfach. Okay. Da ist doch wieder was. Irgendwas haben wir doch hier vergessen, oder? Also er hat hier irgendwas bewacht. Warte mal, da leuchtet irgendwas. Ja, leuchten ist immer gut. Weg da. So. Seele eines verlassenen Leichnams, auch gut. So. Ah, dieses Gestöhne die ganze Zeit von den Viechern, ne? Das ist echt übel. Oh. Alter! Weg da, Mann! Wo kommst du denn her, Junge? Scheiße, jetzt müssen wir wieder so einen Heiltrank nehmen. So. Breitschwert. Ich denke mal, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe hier gerade, ne? Gucken wir uns nochmal das Schwert an. Breitschwert. Ist robuster als das bisherige. Und sieht ansonsten von den Werten her genau gleich aus. 117, 125. Gewicht, weniger Gewicht. Ich weiß nicht so recht. Lass mal erstmal das alte noch. Bisher hat es ja Wunder bewirkt. Auch wenn ich finde echt, dass es ein bisschen zu lahm. So. Nee, lass mal so. So, wo sind wir denn jetzt hier? Okay, wir sind jetzt innen drin. Da ist ein Gegner. Die können auch von allen Seiten kommen, ne? Das ist so das Gemeine. Da sind zwei auf jeden Fall. Drei, vier. Boah, das sind ganz schön viele. Da ist auch so ein Horrorhund. Mir gut vorstellen, dass die dann kommen werden, wenn ich den hier platt mache. Oder auch nicht. So, wir haben hier einen. Wo sind denn die anderen hin jetzt? Nicht, dass sie jetzt kommen, oder? So, da ist der zweite. Boah, der hat eine Riesenlanze, ey. Der hat eine richtige Lanze. Ach, scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Da war irgendwas, oder? So, da ist ein Horrorhund. Wir haben nur noch ein Flakon, ne? Wir müssen die irgendwie anlocken. Warte mal, wir nehmen jetzt einfach mal hier so eine Brandbombe. Und werfen die einfach mal. Alter, was ist mit dir los? What the shit?
Alter, okay. Ich weiß nicht, ob das so gut war. So, die anderen verpissen sich. Gott sei Dank. So. So. Jetzt schnappen wir uns erstmal den hier. So, sehr schön. Die sind auch ziemlich stark, finde ich. So, da ist der nächste. Den können wir vielleicht mit einer Brandbombe wieder... Oh. Oh, weg, weg, weg. So, jetzt boom. Das habt ihr davon. Mann! So, was haben wir hier? Estos-Scherbe, okay. Okay, wir haben ja alles auf jeden Fall gesäubert. Das ist schon mal ordentlich. Haben leider aber einen Flakon verkackt. Hier ist eine Titanit-Scherbe, okay. Naja, okay. Wird schon. Oh. Machen wir mal wieder hier so eine Brandbombe. Der geht ja platt durch sowas. Nee, doch nicht. Aber der andere ist platt gegangen durch sowas. Nein! Oh mein Gott! Ja, das war eigentlich nicht so geplant. Schwierig, schwierig, schwierig. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ich höre die ganze Zeit irgendwo Tritte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wir machen mal hier kurz alles platt. Die sind ja hier irgendwo reingegangen. Nee. Wir haben hier alles fertig gemacht. Ich würde sagen, dass wir einfach mal hier kurz rausschauen. Die Schritte werden ja von hier irgendwo kommen, ne? Nee, da ist er auch nicht. Aber hier unten. Alter. Nicht sein Ernie, ne? Das ist nicht sein Ernst. Alter. Jetzt haben wir die ganzen Brandbomben weg, ne? Ach du Schande. What the fuck? Ich will nicht. Meint ihr, wir können den mit Brandbomben platt kriegen? Der kann doch wohl kaum hier hochspringen, oder? Wir versuchen es einfach mal. Kann ich ihn anvisieren? Ja, jetzt. Alter. Nein! Wo geht der hin? Wo geht der hin? Der kommt doch jetzt nicht hier rein, oder? Nein! Oh mein Gott. Boah, der geht nicht platt, ne? Aber der haut ab. Ach du Schande. Nee, das bringt alles nichts. Wir haben nur noch einen, so einen Flakon. Das wird nichts. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach mal hier hochgehen wieder. Und... keine Ahnung, irgendwas machen. So. Warte mal. Waren wir hier schon drin? Ja, ne? Ja. Aber ehrlich gesagt habe ich keinen Nerv. Stopp mal. Ah, da ist der Kollege. Boah, das ist... ekelhaft. Hier können wir runter. Hier ist irgendwas zum Sammeln. Schwarze Feuerbombe. Ah. Können wir ihn irgendwie so kriegen? Ja. Okay, dann rüsten wir uns mal kurz aus mit der, auch mit der schwarzen Feuerbombe. Und dann gucken wir mal, was da so passiert, wenn wir ihn bewerfen damit. Ich überlege nur gerade. Ja, ist von hier, glaube ich, besser, ne? Ist, glaube ich, von hier besser.
Vielleicht bringt das ja was. Man weiß es ja nicht. Aber so wirklich viel hat das eben nicht gebracht. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Das geht aber jetzt nicht kaputt, oder? Je öfter er draufhaut. Das wäre jetzt nicht so geil. Rück dich, Junge. Nein! Oh mein Gott. Beruhig dich, Junge. Beruhig dich. Ja, ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Easy going. Ach, das war doch ein Scherz. So, jetzt frage ich mich nur gerade, ob die jetzt aufstehen. Das wäre nämlich die Hölle. Oh! Nein! Oh, das wär's ja. Den Großen gepackt und dann werde ich von so einem Kleinen weggewichst. Das wäre echt übel. So, Glut haben wir gefunden. Ja, besser ist. Nee, die stehen alle nicht auf. Aber ich will jetzt auch nicht drauf wetten, dass die alle nicht aufstehen, ne? Ich will wirklich nicht drauf wetten. So, hier ist auch nochmal Glut. Uah. Weil irgendwas passiert hier definitiv noch. Habe ich jetzt alles abgearbeitet? Habe ich alles gesehen jetzt? Nee, passt, ne? Jetzt frage ich mich gerade. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh. So, hier sind wir jetzt. Oh, oh mein Gott. Von wo kommen die denn alle her? Freunde, ey. Ja, jetzt sind wir ziemlich, ziemlich am Arsch. Was dieses Asche-Estus-Flakon bringt, das verstehe ich auch immer noch nicht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier hoch. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo das jetzt hier hinführt. Wir haben auch verdammt viele Seelen jetzt gekriegt. Ach, das ist der... Ah, okay. Okay, okay. Die Leiter führt runter dahin. Und dann kommen wir zum Fetti. Okay, verstehe. Das wäre quasi so die Abkürzung hierhin. Wir sind jetzt den langen Weg gegangen und das wäre die Abkürzung gewesen. Ach, das ist doch... So, ich glaube, dann wären wir hier auch ziemlich, ziemlich sicher durch. Müssten dann eigentlich hier hin. Wir haben auch alles aufgesammelt, alles gut. Und hier werden wir dann gleich echt sterben, ne? Ich sehe das jetzt schon. Boah. Boah. Wir werden hier sterben. Es ist nicht so schön. Und das von solchen No-Hands. Alter. Ich habe das Gefühl, dass wir so langsam tatsächlich angekommen sind und hier so langsam auch der Boss kommt. Da ist noch ein Ritter. Hier sind ein paar Gegnerchen. Ich glaube, wenn wir da hinten durchgehen sollten,
Dann ist genau da auch der Bossfight. In dieser komischen Kathedrale. Nee, ich denke mal, dass wir tatsächlich auf Nummer sicher gehen. Aber jetzt habe ich noch einen Estus-Flakon. Ich trinke das mal. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Hier hoch. Und gucken mal, was hier so geht. So ein bisschen fitter sind wir ja, Gott sei Dank, jetzt. So, da ist ein Gegner. Den schnappen wir uns jetzt mal. Oh! So, die haben wir jetzt relativ sicher eigentlich weggekriegt. Aber ich mache mir so langsam wirklich Sorgen um meine Seelen, ne? So, hier ist ein Aufzug. Oh, ich weiß nicht. Können wir den nicht benutzen? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Es kann noch ganz, ganz böse enden hier. Richtig, richtig böse. So, da ist einer. So, okay. Platt. Platt, platt, platt. So, der steht auf. So. Nächste Seele eines verlassenen Leichnams. Was haben wir hier oben? Es sieht so langsam auch wieder aus, als würde ich hier... Oh. Eigentlich müsste gleich was kommen. Uah, von wo? Och Mann. Wollen die mir nicht folgen einfach? Uah. Alter, wie er mich platt macht. Scheiße. Wir haben jetzt gar keinen Flakon mehr. Wir haben auch keine Brandbomben oder sowas, ne? Ich muss mal ganz kurz. Ja, das ist natürlich scheiße. Wir haben jetzt alles irgendwie verballert. Glut. Wurfmesser. Wir könnten vielleicht mit einem Wurfmesser... Kann nicht schaden. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Oder wir ziehen... Oh Mann. Wir ziehen erstmal den hier raus. So. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh. Nein, 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 nein. Hör auf damit, hör auf damit, hör auf damit. Scheiße. Hä? Nee, oder? Hier waren wir schon? Sind wir wieder zurückgelaufen jetzt, oder was? Aber egal, dann können wir wenigstens hier auch sterben. Dann ist es kein Problem, wenn wir hier sterben.
Boah, ich komme hier überhaupt gar nicht klar. Mit Orientierung und so. Ja, okay. Na egal. Wir haben auf jeden Fall genug Seelen. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich denke mal, dass wir in dieser Folge noch unsere Seelen wiederholen. Und ja, dann wäre es das, glaube ich, auch dann schon mit der Folge gewesen. So. Ah, stopp. Wo waren unsere Seelen? Wir waren genau da. Ich hoffe, die sind jetzt nicht resettet. Weil normalerweise nicht. Normalerweise werde ich ja durch das Teleportieren jetzt nicht meine Seelen verlieren, oder? Nur durch nochmal sterben, denke ich. Wir werden es auf jeden Fall gleich sehen. Ich bin mal gespannt. Also das heißt, wir sind jetzt die ganze Zeit wieder zurückgelaufen? Raff ich nicht. Raff ich ehrlich nicht. Bin ich überfragt gerade. Aber ich denke mal, wir wissen jetzt auf jeden Fall einen Weg, um da irgendwie zurückzufinden. So. Hier unten war das, ne? Ja. So, da sind auch unsere Seelen. So, den machen wir erstmal platt hier. Alter, jetzt hör mal auf da. Scheiß Köter. So, jetzt. Okay, platt. Gut. Alter, jetzt hör auf. Hör doch mal auf. Jetzt haben wir wenigstens die Seelen zurück. So. Und wo ist der andere Typ? Da hat uns doch noch einer erwischt. Egal. So, ich würde auch sagen, an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.